Ihnen noch einen echten Rieder-Wikinger zeigen. Sein Name Oliver Glasner. Seit 8 Jahren ist er schon bei Ried tätig, recht erfolgreich. Eigentlich wollte der 25-Jährige ja Pilot werden, aber jetzt spielt er sehr gut Fußball und er wohnt bei seiner Oma. Wann hat die Fußballleidenschaft bei Ihnen angefangen? Ja, die Leidenschaft war schon sehr früh da und ich habe auch mit 6 Jahren hier auf der Anlage zum Fußballspielen begonnen beim SV Rieder. Nach der Schule geschwind Aufgabe gemacht und sofort aber und den ganzen Nachmittag immer gespielt und das war einfach eine schöne Zeit da. Ja. Machen Sie mit bei der Ortsmeisterschaft im Hufeisenplatteln? Ja, ich wollte eigentlich mitmachen, weil es war ein schöner Sonntagnachmittag gewesen, aber ich bin da nicht recht talentiert. Der Innviertler Boden ist ein uriger Boden. Ich habe das Gefühl, Sie fühlen sich sehr wohl hier. Sind Sie ein gestandener Innviertler? Ja, ich bin schon ein gestandener Innviertler. Ich bin einfach hier aufgewachsen, habe mir also mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin da in die Schule gegangen, ich habe hier das Fußballspielen begonnen, ich habe meine ganzen Freunde hier, meine Familie hier. Auch die Bettina hat eine Verbindung zum Fußball. Also ich habe früher selber gespielt und eigentlich haben wir auch immer, ich habe früher selber mal gespielt, also mit 14, 15 Jahren und also das... Bei welchem Verein? In Eckerding. Ja. Und ja, kennengelernt haben wir uns also in Eckerding bei einem Ball und ja, und jetzt schauen wir eigentlich alle Spiele an, so Ried und auch die Auswärtsspiele. Was ist er denn für ein Typ, wenn Sie ihn kurz charakterisieren? Ich glaube, er wirkt nach außen ruhiger, als was er ist. Oliver, super Typ. Passt überhaupt alles. Kann man nicht glauben, gibt es keine Klagen? Nein, gibt keine Klagen. Nicht eine einzige? Ja, ich werde einmal woanders spielen. Sind Sie ein bisschen schuld, dass der Oliver vielleicht so Fußball begeistert ist? Ja, vielleicht mein Lebensgefährte. Weil der hat die ersten Fußballschuhe hat er mit 2 Jahren gekriegt. Mit 2? Ja, oder 2,5, ich kann es nicht mehr genau sagen. Da haben sie dann von 10 Uhr vormittag bis um 7 Uhr auf Nacht Fußball gespielt auf dem Platz hinten. Ist das das Fußballtrainingsprogramm für den PC zu Hause? Nein, Fußball spiele ich gar nicht so oft. Ich bin da mehr ein Basketball-Freak oder da ein bisschen reingefahren. Also das tue ich ganz gerne. Ja. Seit kurzem ist Oliver Glaser nicht nur Fußballprofi, sondern auch Student. Was studieren Sie? Ja, ich studiere Wirtschaftswissenschaften über der Fernuniversität Hagen in Deutschland. Das heißt, Sie denken auch schon an die Karriere danach. Wie könnte denn die ausschauen? Als Professor dann irgendwo auf der Uni? Nein, nicht als Professor. Also ich möchte dann irgendwann einmal in die Wirtschaft gehen und irgendwo im Management, also vielleicht wo in einem Sportmanagement, nicht unbedingt bei einem Verein, aber vielleicht in einer Sportartikelfirma oder irgend so. Also natürlich schon dem Sport verbunden bleiben. Eines Ihrer größten Hobbys, das führt Sie teilweise sehr weit weg? Ja, das ist das Reisen. Also ich muss sagen, dass ich sehr viel unterwegs bin und das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Also machen wir eine kleine Reise jetzt? Ja, starten wir weg. Los geht's. Bei mir ist so, ich fahre in ein Land und damit habe ich, und auch wenn es mir gut gefallen hat, möchte ich das nächste Mal schon wieder in ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen und so gesehen, also jedes Jahr 1, 2 neue Ziele erkunden. Jetzt fahren wir auch zu einem neuen Ziel. Wo geht's hin? Ja, jetzt geht's noch zur Baustelle, wo wir Haus bauen gerade. Wir sind ja dabei und möchten nächstes Jahr im April, Mai einziehen. Und da beginnt dann für meine Freundin und für mich ein neuer Lebensabschnitt. Haben Sie selber auch Hand angelegt am Bau oder lassen Sie bauen? Naja, also so wie der Mutter sagt, kann ich nicht recht gut umgehen, aber ich bin einer, der was halt sage, mehr. Ich nenne es aber Zutrager, der was ja praktisch die Hilfsarbeiten und die... Das Bier halt und die Jausen. Das Bier, die Jausen und aber es wird mehr Limo getrunken und das war eigentlich mein größter Traum und einfach eigene 4 Wände und dann nachher einmal eine Familie aufbauen und also das ist schon eigentlich mein größtes Lebensziel gewesen. Wir schicken Sie jetzt auf Mauritius, Sie dürfen nur 3 Sachen mitnehmen. Was würden Sie mitnehmen? Ja, meine Freundin natürlich. Ein Tennisschläger, weil das ist immer eine der Hauptbeschäftigungen für uns 2 im Urlaub. Und ein Reisepass, weil sonst muss ich wieder zurück.
Ja, ein kluges Bürschchen, sympathischer junger Mann. Aber jetzt kommen wir zum Match Ried gegen Rapid. Nicht nur die Rapid-Familie weiß ganz genau, Ried, das ist ein harter Brocken. Da haben sich heuer schon große wie Tirol oder Sturm, ja, nicht ins Gras gebissen, aber in den Granit sozusagen gebissen. Vielleicht auch deshalb, weil bei Ried ein ganz ausgezeichneter Libero momentan spielt. Der spielt groß auf und den kennt Rapid ganz besonders gut. Andrzej Leszczak, der war nämlich bei Rapid gut ein halbes Jahr eigentlich nur am Bankel. Jetzt spielt er auf. Und da war er sehr unglücklich, der Andrzej Leszczak, weil er nämlich in der Ära Dokupil keinen Platz gehabt hat in der Mannschaft. Ganz schön traurig war heute übrigens auch die Rapid-Schlange, denn Ilgenio Savicevic auch heute wieder nicht dabei. Dafür hat Ried den Regisseur wieder, das ist Herwig Drechsel. 5 Wochen lang war er verletzt nach einer äußerst unfreundlichen Attacke von Oliver Freund beim 1:5 im Hanabi-Stadion. Jetzt ist er wieder von Beginn an mit dabei. Das 1:5 übrigens die letzte Niederlage der Rieder. Seit 5 Spielen sind sie ungeschlagen. 8000 Fans heute im Stadion, Rapid übrigens mit exakt derselben Mannschaft wie letzte Woche in Tirol, Schöttlers Libero und die Mandecker, Zinger und Lagenikakis, und der soll sich um den schnellen Anicic kümmern. Da war schon Herwig Drechsel. Eine Kombination mit Brunmeier. Und Anicic mit dem ersten Eckball schon nach 40 Sekunden. Und da ist er schon, der Andrzej Leszczak. Mit der Chance hier schon in der ersten Minute. Und Professor Hochhauser deutet, andere Seite, vielleicht versuchen wir es einmal drüben. Schöttl, ein bisschen unvorsichtig da, Wettl, Drechsel und das 1:0. 4. Minute durch Michael Anicic. Was für ein Auftakt, was war da los? 378 Minuten, die Rapidler ohne Gegentor und dann kann es so schnell gehen. Michi Anicic, der hier noch einmal riskant eigentlich hier vorbeigeht und es dann doch noch schafft, den Ball im Tor unterzubringen. Aber der Fehler ist vorher passiert, nämlich Schöttl unvorsichtig, Wettl dann mit dem Fehlpass und Drechsel, der in diesen Ball schnell hineingesprintet ist. Auf jeden Fall 1:0. Und da müssen die Rapidler natürlich gleich wieder Gas geben. Wimmer. Schön gesehen, Jens Dove, aber doch deutlich daneben. Ja, und bei Rapid nach dem schnellen Gegentor, da werden ein bisschen Erinnerungen wach. Die Kappler-Marge in Ranshofen im Elfmeterschießen. Ranshofen nur 40 Kilometer entfernt vom Rieder Stadion. Und Rapid jetzt immer schneller, direkter über die Flanken. Wettl. Immer verlängert. Herauf. Noch heißt der Ball. Aber geklärt. Andi Herauf mit dieser Möglichkeit. Herrlich aber auch gesehen hier von Wettl. Der zirkelt den Ball herein und Wimmer duckt sich noch leicht, gibt den Ball weiter. Aber direkt in die Hände von Orange. Die Szenen in diesen Anfangsminuten, die wechseln ständig hin und her. Ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Anicic. Und wer ist da? Brunmeier. Kommt er da durch? Nein! Und auch diese Szene ist vorbei. Ja, schau mal, Ronny Brunmeier braucht einfach so viele Chancen. Hätte das herrlich gemacht. Dreht sich dann noch schnell um. Lässt 2, 3 Rapidler stehen, aber es wird nichts draus. Immer wieder über Wetter die Angriffe der Rapidler. Diesmal bringt die Riederabwehr den Ball nicht weg. Hieden, was ist los? Kein Abseits hier. Und auch diese Möglichkeit vertan. Ah, René Wagner, schaut da gar nicht so unglücklich. Hätte da die Chance gehabt, ihm kein Abseits gegeben, aber Steininger reagiert hier, geht da noch energisch nach und verhindert den Ausgleich. Die Rieder jetzt etwas defensiver, nur in Standardsituationen phasenweise gefährlich. Hui! Schuss von Oliver Glasner, der es hier mal probiert, der Oma heute vielleicht ein Tor schenken will. Die Rieder haben da jetzt
Einen Mann am Boden, das ist Lagonikakis von Rapid. Was war da los? Ein Foul von Drexel an Lagonikakis. Aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen, er lässt nämlich weiterspielen. Dann kommt Drexel aus dem Spiel, er ist doch noch nicht so fit. Tudorovic im Spiel. Drexel hat auch viele kleine Foulschläge auf seinen Fuß bekommen. Und Tudorovic spielt für ihn. Und Brunmeier schon wieder mit einem herrlichen Heber. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, an Strafraumszenen mangelt es in dieser Partie heute überhaupt nicht. Ronny Brunmeier braucht einfach so, so viele Chancen. Und Schöttl war da auch in dieser Szene nicht ganz im Bild. Das ist Michi Angerschmidt, der tankt sich durch. Und wieder die Chance für die Rieder, wieder Ronny Brunmeier. Zingler, sehr unsicher heute er. Und da kommt der Ball zu Michi Angerschmidt, der sich da wirklich kraftvoll, energisch durchsetzt. Ein sehr kampfbetontes Spiel heute. Und Brunmeier dreht sich den Ball wieder kurz rein. Aber dann nicht. Hitteldorfer diesmal über die rechte Seite, wieder Wagner. Und hat eine Hand geschrien. War es eins oder keins? Schiedsrichter Steiner hat auf jeden Fall keins gesehen. Leszczak hier, Ball zur Hand und Hand zum Ball, entscheiden Sie selbst, auf jeden Fall kein Pfiff. 1:0 für Josko Ried zur Pause hier im Innviertel. Jetzt eine heiße Hälfte, eine heiße zweite Hälfte beim Stand von 1:0 auf jeden Fall. Und das Tempo ist jetzt deutlich etwas zurückgegangen, hat deutlich abgenommen. Sieht man auch an diesen Bildern. Staffette da von den Rapidlern, werden nicht bedrängt. Zingler. Vettel. Aber auch wieder direkt in die Arme von Orange. Und die Rapid-Fans, die werden schon langsam ein bisschen ungemütlich. Und der Kampf im Spiel, der wird deutlich mehr. Wieder die Rieder. Glasner, kraftvoll, wird da vom Ball getrennt, und zwar von Dove. Kein 4-4 von Schiedsrichter Steiner. Ah, da gehen die Emotionen natürlich hoch. Schauen wir noch einmal. Hier schwer zu sehen. War es ein Foul oder keins? Auf jeden Fall an der Strafraumgrenze. Hier schauen Sie ganz genau hin. Auf jeden Fall Dove mit dem Fuß am Ball. Und eine gelbe gibt es noch für Glasner. Für das Reklamieren muss da noch ein bisschen getröstet werden von Jank. Wir die Rapidler. Herrlich löst sich Wagner mit der Möglichkeit hier. Und schauen Sie, wie hoch die Emotionen in diesem Match sind. Der regt sich da auf wegen Abstoß Eckball. Schauen uns das Ganze in der Zeitlupe an. Und da sehen wir, dass Torhüter Orange nämlich wirklich mit der Hand den Ball noch ganz knapp über die Latte gedreht hat. Also das hätte einen Eckball geben müssen. Aber schon wieder die Rieder, Rothbauer! Und wieder ein Ball, der irgendwo vom Mittelfeld hergesprungen ist. Rothbauer hat diesmal am schnellsten reagiert. Zinger hier im Kopfballduell mit einer sehr riskanten Rückgabe hier per Kopf. Und Rothbauer reagiert da sofort und spitzelt, da springt er noch hinein auf diesen Ball. Inzwischen beginnt schon die Rapid-Viertelstunde im Innviertel. Und zwar genau mit diesem Heber. Und sie beginnt auch mit einem aussichtsreifen Rapid-Angriff. Da ist Wagner. Ui, Hultorovic hat ihn da gestoppt. Für dieses Foul gibt es auch die gelbe Karte von Schiedsrichter Steiner. Die Frage, war es rot oder nicht? Er war der letzte Mann. Auf jeden Fall außerhalb des Strafraums. Diese Attacke. Wunderschön hat er sich da gelöst. Der René Wagner und die gelbe Karte für Hultorovic, der da froh sein kann, dass es nicht rot geworden ist. Magema, Professor Hochhauser, beruhigt noch ein bisschen, Freistoß. Dove, aber deutlich über das Tor. Ja, und die Partie wird in der Schlussphase wirklich heiß. Noch immer 1:0 für die Rieder. Wieder ein Fehler von Schöttl hier, der die Möglichkeit einleitet. Angerschmidt. In der Mitte bietet sich schon Wieler an. Der Deutsche mit dieser Riesenmöglichkeit. Aber herrlich aufgespielt. Viel Übersicht hier von Michi Angerschmidt.
Und Meier war aber auch hier auf dem Posten. 6 Tore hat der Marco Wieler schon gemacht. Der Topscorer bei den Riedern, oft der Joker gewesen in wichtigen Matches. Diesmal hier in dieser Szene ist es ihm nicht gelungen. Freistoß für Rapid. Lagonikakis, heute kaum zu sehen im Match. Und Florian Schwarz, der eingewechselte Tiroler, der von Wörgl gekommen ist, 22 Jahre alt, mit einer großen Möglichkeit. Lagonikakis ganz hoch, bringt er den Ball hier herein. Aber es bleibt beim 1:0. Da werden natürlich jetzt Erinnerungen an das erste Match der Rieder wach hier im Innviertel. Das erste Match der Rieder gegen Rapid. Da gab es ja damals einen Sensationssieg. Und auch damals stand es lange Zeit 1:0 für die Rieder. Das ist natürlich auch in den Köpfen drinnen, zum Beispiel von Peter Schöttl, der damals mit dabei war. Vor 4 Jahren. Super Einsatz hier von Glasner. Der holt sich da diesen Ball. Oh, ein bisschen zu uneigennützig da in dieser Chance. Wollte aufspielen. Und Schöttl hat in letzter Sekunde noch klären können. Vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn er selber geschossen hätte. Lauers hätte gewartet. Eckball, Rotbau, die letzten 5 Minuten laufen bereits. Und noch einmal Angerschmidt, der es aus der Distanz versucht. Es geht noch immer hin und her das Match. Keine der Mannschaften hat sich mit dem Resultat zufrieden gegeben. Wieder die Rieder. Glasner. Match läuft weiter. Da ist wieder Schwarz. Oh, hat da Young getroffen bei diesem Schuss. Und nochmal genau hin. Ah, ist da ein bisschen abgerissen auch dieser Ball und springt über das Schienbein von Young ins Aus. Inzwischen geht es weiter mit einem Eckball. Die 90. Minute. Lagonikakis. Vettel, über die Rapidler. Wimmer. Aber der Ball gehört den Rieder. Durch eine Konterchance. Der Angerschmidt. Da geht er mit. Oh, Wieler. Hat sich da hineingeworfen. Noch in diesen Ball. Wir sind schon in der Überspielzeit. Die Nerven natürlich blank. Ein Foul hier. Und zwar an einem Rieder oder nicht an einem Rieder oder an einem Rapidler. Auf jeden Fall ein Riesentumult hier. Und Riedmanager Reiter muss da auch besänftigt werden. Er hat es nämlich anders gesehen, Schiedsrichter Steiner. Einen Freistoß für die Rapidler. Und zwar jetzt die Möglichkeit vielleicht für Lagonikakis. Und das alles so knapp vor Schluss. Da sehen Sie auch an dieser Szene, wie die Nerven blank liegen, auch bei den hochbezahlten Profis. Lagonikakis vergibt diese Chance. Deutlich drüber. Inzwischen die 93. Minute im Innviertel. Scheitert nach Sturm und Tirol auch Rapid hier bei den Wikingern. Das ist die Frage. Wieder ein Foul. Böses Foul hier von Wimmer. Tritt dann noch einmal sogar nach an Wieler. Und da hat Schiedsrichter Steiner jetzt wirklich alle Hände voll zu tun. Und das gibt die gelb-rote Karte für den Rapidler, der in diesem Match sicher auch viel eingesteckt hat, aber auch viel ausgeteilt und der hier offensichtlich auch an seinen Nerven scheitert. Hier dieses Foul und im Weggehen noch ein kleiner Tritt in Richtung Kopf von Wieler. Und die 8000 Fans im Stadion, die hält natürlich bei diesem Spielstand nicht mehr auf den Sitzen. 94. Minute ist angebrochen. War es das oder kommt noch was? Ist das das Ende in dieser Partie? Schiedsrichter Steiner sagt ja, Josko Ried gewinnt nach 11 sieglosen Spielen gegen den SK Rapid mit 1:0. Das Innviertel bleibt ein ganz, ganz heißer Boden für den Rekordmeister. Und für die Rapidler wird es in der Verfolgung von Tirol jetzt sicher ganz, ganz eng. Ja, die Überraschung ist perfekt. Tipp 1 in Ried, die Rieder sicher die Mannschaft des Tages. Erlauben Sie mir noch einen Nachsatz zu Schiedsrichter Steiner. Überlegen Sie sich einmal, ob Sie sich zutrauen würden, so eine heiße, harte
ja, aggressive Partie zu pfeifen. Hut ab vor jedem, der da halbwegs cool bleibt. Wir kommen zu den Interviews aus dem Innviertel. Hören wir mal und schauen wir mal, was Ritt-Trainer Hochhauser zu seiner Überraschung sagt. Gut, heute war das schon sicher sehr schwierig. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel am Rande der Legalität, sage ich manchmal. Aber es war heute so, dass also durch das Foul am Drechsel natürlich sich die Emotionen hochgeschaukelt haben und das hat sich bis zum Ende nicht beruhigt. Wir sind trotzdem einigermaßen ruhig geblieben und haben gewonnen und das freut mich für die Mannschaft ganz besonders. Das ist ja nicht das erste Mal da in Ried, dass ein Match hektisch ist. Es ist einfach so, dass beide Mannschaften sehr kampfbetont gespielt haben. Leider sind wir schon völlig unkonzentriert in das Spiel gegangen, haben eigentlich das Tor, das 0:1 selbst geschossen. Von da weg war es für uns sehr schwer, vor allem auf dem Boden, dass man ein Spiel aufzieht, wo man den Gegner auch überraschen kann. Und Ried war im Konter immer gefährlich. Miklanicic, ein wunderbares Gefühl, nämlich an gegen Rapid, das entscheidende Tor geschossen zu haben. Ja, ein tolles Gefühl, aber ein Kompliment an die ganze Mannschaft. Wir haben heute toll gekämpft und uns redlich verdient den Sieg heute. Eine große Serie geht weiter. Ja, wir sind froh, dass es so gut läuft und es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen. Ried hat ihm gezeigt, dass sie Spieler besitzen, die 90 Minuten hundertprozentig alles geben. Das habe ich heute von einigen Spielern meiner Mannschaft nicht gesehen. Sollte man eigentlich auch bei Rapid erwarten? Sollte man erwarten, aber es war so, dass wir sehr schlecht gestartet sind, die ersten 20 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben und da hat eigentlich Ried dieses Spiel gewonnen. Was war schöner, der Sieg über Tirol, über Sturm oder heute über Rapid? Na, jeder Sieg ist schön, aber heute war er am engsten und damit war es der schönste. Spekulieren Sie jetzt schon mit Rang 3 oder vielleicht sogar 2? Ich spekuliere überhaupt nicht, ich spekuliere nur mit dem nächsten Match und das andere interessiert mich nicht. Gut, das waren die Spiele der Max-Bundesliga. Wir sind schon beim Info-Highway der Fußballredaktion für Sie zusammengestellt. Zunächst einmal alle Ergebnisse im Überblick. Da hätten wir die Nullnummer in Lustenau, der Sieg von Puntigamer Sturm Graz, der überraschende Sieg von Josko Ried und der knappe Sieg vom Tabellenführer Tirol Milch Innsbruck. Morgen, wie gesagt, 16 Uhr live in ORF1, das Bundesliga-Live-Spiel Austria Memphis gegen Wüstenrot Salzburg. Ja, was heißt das für die Tabelle? Im Grunde, um ehrlich zu sein, gar nichts. Es hat sich von den Platzierungen her überhaupt nichts verändert. Das Einzige, was man sagen kann, ist die Tatsache, dass Rapid ein bisschen wieder an Boden verloren hat, was die Punkte betrifft gegenüber Innsbruck. Am Tabellenende die Vorarlberger Mannschaften wie gehabt. Ja, dann machen wir natürlich an dieser Stelle wieder den Blick auf die besten Schützen der Liga. Auch da gibt es ein Kuriosum. Keiner, der da draufsteht, hat sich verbessern können oder hatte die Möglichkeit. Vastic hat ja nicht gespielt, bleibt vorne mit 14. Gilewitz hat nicht getroffen, Akwaekbo auch nicht. Meyerlepp hat morgen die Chance, seine 10 Tore noch zu verbessern.